doch mit beim Podcast, haben sie gesagt. Da kommst du mal raus aus der Stadt, haben sie gesagt. Besuchst Bauernhöfe, Kuhställe, das wird lustig. Ja genau, fragt sich nur für wen. Ich bin Timo. Das macht ja nichts. Damit kannst du jetzt einmal den ganzen Kot runterziehen. Oh, ist es richtig? Was? Also eine zehnte Tonne, 100. Ich werde hier ausgelacht. Aber gut, so ist der Deal. Ich mache jeden Scheiß mit. Bah, also jetzt habe ich 5 Jahre studiert. Um im Kuhscheiße rumzuführen, ja. Also wirklich jeden. Und dafür bekomme ich einen Backstage-Pass für Bauernhöfe und kann Land und Leute kennenlernen. Erstmal freut mich, dich kennenzulernen. Weißt schon, dass wir hier auf einem Hightech-Hof sind? Also der Beruf ist ja unser Leben. Bei uns ist von morgens bis abends Bauernhof. Lukas, bist du schon hier? Warum nicht? Geh los. Wo hast du denn jetzt angerufen? Habt ihr eine eigene Wohnung? Wir haben eine eigene Wohnung. Ich dachte, so als Azubi muss man vielleicht im Stall schlafen. Klingt, als wenn du schon mehr Politikerin wärst als Bäuerin. Bin ja auch Lobbyistin. Aha. Ich mache auch richtig tolle Sachen. Oh. Loslassen. Genau, loslassen. Ich fahr Trecker. Und oh, da kam was raus. Das ist Milch. Fertig. 180 Kühe reingeholt. Aber vor allem, ich kann einfach fragen und sagen, was ich will. Hinten haken wir dann noch Kot und Urin raus. Das kannst du nicht wissen, aber in meinem Podcast sagt man Kacke und Pisse. Okay. Umweltschutz und Tierschutz, muss man sich da vielleicht entscheiden? Da legt die Kuh offenbar auch Wert auf ein gepflegtes Vorspiel. Genau. Sperma. Sperma? Sperma. Sperma. Alles in allem ist das dann doch ziemlich cool. Dieses wunderschöne Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.